Freitag, 20. April, die neue Welle aktuell hier bei Baden TV. Ich begrüße Sie. Bundeswirtschaftsminister Rösler will offenbar gegen die steigenden Benzinpreise vorgehen. Laut einem Zeitungsbericht sollen die Mineralölkonzerne unter strengere Aufsicht gestellt werden. Geplant ist demnach, dass die Tankstellen künftig lückenlos melden müssen, wenn sie die Spritpreise erhöhen oder senken wollen. Außerdem müssen die Tankstellen melden, wo und wie teuer sie Benzin und Diesel selbst eingekauft haben. Die Daten sollen zentral beim Bundeskartellamt zusammenlaufen. Dem Bericht zufolge soll der Plan schon Anfang Mai im Kabinett beschlossen werden. In Afghanistan ist ein Hubschrauber der NATO abgestürzt. Nach Angaben aus dem US-Verteidigungsministerium waren 4 Menschen an Bord. Ob die Insassen verletzt oder getötet wurden, ist bislang unklar. Auch über die Absturzursache gibt es noch keine Angaben, so ein Regierungssprecher. Bundeskanzlerin Merkel will die ins Stocken geratene Energiewende wieder vorantreiben. Der Rheinischen Post sagte Merkel, noch vor der Sommerpause würden zentrale Entscheidungen getroffen. Unter anderem soll bis zum Sommer ein Entwurf für den umstrittenen Ausbau von Stromtrassen erarbeitet werden. Die Spitzengremien der FDP bereiten heute den Bundesparteitag an diesem Wochenende in Karlsruhe vor. Beim 63. Bundesparteitag der FDP morgen und am Sonntag in der Messe Karlsruhe soll ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet werden. Erwartet werden dazu mehr als 660 Delegierte. Autofahrer sollten das Autobahndreieck Karlsruhe von heute Abend an bis Sonntag meiden. Wegen Brückenarbeiten wird die vielbefahrene Autobahn Frankfurt-Basel nämlich von 22 Uhr an in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei erwartet bei der 55-stündigen Sperrung ein Verkehrschaos. Problematisch könnte es auch werden, wenn Autofahrer per Navi auf Schleichwegen durch die Stadt fahren wollen. Die Polizei rät, viel Zeit einzukalkulieren und den Verkehrswarndienst zu hören. Und soweit das Aktuellste hier aus der Neue Welle Nachrichtenzentrale. Kommen Sie gut ins Wochenende.